Der Vater von Raphael hat ein Doppelleben geführt, jahrelang. 15 Jahre Ehe, 3 Kinder. Wie? Ja. Wie? Denn Papa Andreas ist schwul. So, das gehört hinter verschlossene Tür. Also sei es Mann mit Mann, Frau mit Frau, Mann mit Frau. Für mich gehört das immer so hinter verschlossenen Türen. Ja, das ist... Das bewegt natürlich. Und was bedeutet das, wenn dein Vater dir sagt, Junge, ich bin schwul? Ich treffe Raphael mit seinen Geschwistern und Papa Andreas beim CSD in Saarbrücken. So viele queere Menschen hat Raphael noch nie an einem Ort erlebt. Sein schwuler Papa nimmt ihn zum ersten Mal mit. Kommt er damit klar, seinen Papa in dieser für ihn fremden Welt zu erleben? Dieser Tag wird bei Raphael einiges verändern. Also ein bisschen Skepsis hat man tatsächlich schon, weil halt eben einige Sachen einem doch sehr befremdlich dann auch sind. Gerade wenn man so das erste Mal dann hier ist. Was sind so die Sachen, wo du sagst, da fremdelst du noch mit, wie du gerade meintest? Was zum Beispiel? Naja, es sind halt eben so, sag ich mal, Outfits, Freizügigkeit der Leute, alles das, was man nicht so aus dem Alltag gewohnt ist. Raphael ist behütet auf dem Dorf im Saarland aufgewachsen. In einer Familienidylle mit einem großen Geheimnis. Er lebt jetzt nicht mehr bei seiner Familie, sondern studiert in Trier BWL. Raphaels erster Gedanke, als er hört, sein Vater datet jetzt einen Mann? Skepsis. Klar, am Anfang denkt man sich so, oh Gott, wie wird das jetzt? Wo endet das? Wo geht das überhaupt hin? Ja, aber als ich den kennengelernt habe, habe ich mir auch direkt gedacht, okay, das ist ein sehr sympathischer Mann. Das ist jetzt auch nicht dieses Klischeehafte, was man sich vorstellt. Hattest du davor so ein bisschen Angst? Dass der ja, weil das dann doch schon etwas, schon gedacht habe, okay, wenn es so wäre, wie würde das sich auch auf meine Geschwister, die ja dann auch relativ jung waren, würde ich das dann auf die auch irgendwie ein bisschen ausüben? Ja, weil ich finde, offen mit dem ganzen Thema umzugehen, ist das eine und Toleranz zu lernen, aber so zu frühe Sexualisierung, finde ich, ist dann doch schon wieder ein Thema, wo man dann drauf achten sollte. Hier muss ich kurz schlucken. Frühsexualisierung ist auch ein Kampfbegriff. Oft wird er benutzt, um Queersein in Verbindung zu bringen mit der Gefährdung von Kindern. Aber was Raphael damit eigentlich meint, das sagt er mir noch. In seiner eigenen Jugend war Schwulsein für Raphael absolut kein Thema. Am Tag vor der Parade treffe ich ihn und seinen Vater zu Hause, weil ich wissen will, wieso ihre Familie zerbrochen ist. Raphael, war das eine glückliche Kindheit, würdest du sagen? Ich würde es mal... Ganz traditionell, klassisch, bürgerlich. Wir waren schon eine intakte Familie. Also wenn es sich für mich auch manchmal aus meiner persönlichen Sicht vom Gefühl her nicht immer so angefühlt hat, weil ich tief in mir wusste, das ist nicht mein Lebensentwurf. Die Ehe kriselt. Andreas ist Alkoholiker. Beide Eltern sind für Therapien über Monate weit weg von zu Hause. Wieso, weshalb, warum die jetzt auf einmal weg sind? Das war mir eigentlich nie ganz so schlüssig. Gut, mit dem Älterwerden kam dann da halt eben auch immer mehr Klarheit, immer mehr Verständnis auch dafür. Das hinterlässt schon seine Spuren. Wie viel hast du denn getrunken? Also ich habe dann zum Schluss so die letzten 3 Jahre waren das schon ein bis anderthalb Flaschen Wodka am Tag. Anderthalb Flaschen Wodka am Tag? Ich hatte so eine Wohlfühlzone von 2 bis 2,5 Promille. Boah. Das bin ich. Wow, das ist aber auch verändert. Ja, es fällt mir heute noch schwer, diese Bilder anzugucken. So wenig mit dem zu tun hat, der ich heute bin. Ich war damals 33 und ich fühle mich heute. Ich fühle mich mit 45 jünger wie damals. Also von daher. Nach der Therapie ist Andreas zwar trocken, die Ehe zerbricht aber trotzdem. Danach lebt Raphael allein mit seinem Papa zusammen. Seine jüngeren Geschwister sind bei der Mutter. Andreas' großes Geheimnis kennt Raphael da noch nicht. Ich habe eigentlich immer gewusst, dass ich eigentlich schwul bin. Ach, krass. Ab der Jugend habe ich das eigentlich gewusst, weil da gab es mal ein Ereignis, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, okay, das war jetzt eigentlich richtungsweisend. Aber Mitte der 90er, wie das bei mir aufploppte, war das unvorstellbar, da einen Outing-Prozess zu vollziehen. Raphaels Vater führt ein Doppelleben. Als geschiedener Mann geht er immer mal wieder heimlich schwul feiern und trifft Männer. Wie Raphael dann die Wahrheit erfährt, erzählen mir die beiden später. Erstmal suchen wir uns jetzt einen Platz entlang der Parade. Papa Andreas läuft nämlich mit. Als uns Kondome geschenkt werden, merke ich, dass das Raphael ziemlich unangenehm ist.
ist dann natürlich hier auch nochmal so, ich meine, hier kriegst du halt Kondome so zugesteckt wie an Karneval-Kamelle, ne? So, ja. Aber sind wir halt eben auch wieder bei diesem Punkt der Sexualisierung. Ich denke, dass ich in der Beziehung, also was das Thema angeht, vielleicht auch noch so ein bisschen Altbacken-Denken viel in mir habe. Und ich halt eben auch so mehr so darüber nachdenke, so das gehört hinter verschlossene Türen. Also sei es Mann mit Mann, Frau mit Frau, Mann mit Frau, für mich gehört das immer so hinter verschlossenen Türen. Wozu? Hattest du denn ein bisschen Sorge, als dein Papa dir das erzählt hat, dass er schwul ist, dass das auch in die Richtung geht sozusagen? Waren das so Bilder, die du im Kopf hattest? Ja. Also man hat ja immer gewisse Bilder, gewisse Klischees im Kopf. Gerade wenn man vorher nicht, sich nicht in dieser Bubble drin war, sich nicht großartig auch mit diesem Thema befasst hat. Es gab ja auch einige Berichte über den CSD, die man so schon mal gesehen hat. Und da sind halt eben, sage ich mal, auch die krassen Außergewöhnlichkeiten, die dann natürlich präsentiert werden und auffallen und ausgestrahlt werden. Mittlerweile hat Raphael die Erfahrung gemacht, dass absolut nicht jeder queere Mensch Fernsehklischees entspricht. Und das sind ja teilweise Leute, denen man im Alltag ja gar nicht ansieht, dass ihre sexuelle Orientierung eine andere ist. Das sind ja Leute, die gehen ganz normal zur Arbeit, leben ganz normal ihren Alltag. Nur der Unterschied ist halt eben, wenn sie nachmittags nach Hause kommen, geben sie einen Mann einen Kuss anstatt einer Frau. Ja. So hin und her gerissen, wie ich Raphael heute erlebe, wie war der Moment für ihn, als sein Papa ihm gesagt hat, dass er schwul ist? Immerhin haben die beiden damals zusammen in einer Männer-WG gewohnt. Und Raphael hatte keine Ahnung vom geheimen Doppelleben seines Vaters. Ein Doppelleben, das er erst beendet, als er seinen jetzigen Mann kennenlernt. Und dann kam halt dieser Satz, er würde gerne meine Kinder kennenlernen und mein Leben und so. Und dann war das halt, ja, wie sage ich es meinem Kinde, wie man das so schön sagt. Er hat im Wohnzimmer gesessen, hat PlayStation gespielt. Bin dann rüber und hab zu ihm dann gesagt, ich habe noch mal jemanden kennengelernt. Also, ja, es ist halt, es ist ein Mann. Und da fiel ihm förmlich die Kinnlade. Also er hat dann im ersten Moment so, und ich bin dann erstmal in die Küche. Bin dann erst wieder und hab so. Und was ist dir durch den Kopf gegangen? Also ich habe erstmal pausiert. Also das war ganz wichtig, um nachdenken zu können, weil mein erster Gedanke war halt eben auch so der, sag ich mal, der logischste. So 15 Jahre Ehe, 3 Kinder. Wie ist das jetzt ein Mann? Und hab mir dann aber auch so erstmal so, sei mal jetzt gerade dahingestellt so, und hab mir dann, okay, gut. Na, also es war schon erstmal so sehr außergewöhnlich. Ne? Sowas bekommt man auch nicht jeden Tag gesagt. Raphael erfährt da so eine wichtige Sache über seinen Vater. Was macht das mit ihm? Natürlich war das erstmal ein bisschen anders, ein bisschen befremdlich. Ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht, okay, wer kommt da jetzt? Ne? Ich denke halt eben, ne, so grundlegend hat man sich dann erstmal so gedacht, so, oh Gott, vielleicht jetzt irgendwas ganz Klischeehaftes. Weil, naja, man hat ja immer so ein Grundbild im Kopf mit etlichen Vorurteilen und alles. Für Raphael ist sofort klar, dass sein Vater so heftig getrunken hat, hatte damit zu tun, dass er in seinem alten Familienleben unglücklich war. Wenn ich jetzt dagegen bin, ne? oder wenn mir das missfallen sollte, stell dir doch bitte einfach die Frage, so, was ist dir lieber? Einen glücklichen Vater oder ein Vater, der sich totsäuft? So. Und ich denke, da ist die Antwort eigentlich, ne, klar und deutlich grundlegend gegeben. Was macht das mit dir, wenn du das hast, gerade so tief ein- und ausgearbeitet? Ja, das ist. Das bewegt natürlich. Also das so zu hören ist. Puh. Hast du es noch nie so gehört? Nee. Nein. Ich spüre, Raphael wünscht sich wirklich, dass sein Papa glücklich ist. So läuft das nicht immer zwischen Kindern und ihren geouteten Eltern. Das erzählen mir bei der Parade noch andere schwule Väter, die sich erst spät vor ihren Kindern geoutet haben. Sie erzählen mir Horrorgeschichten, eigene Ängste und Schuldgefühle, Kinder, die den Kontakt abbrechen. Oh,
was da in den Köpfen der Kinder vorgehen muss, dass dieser Hass, dieses Unverständnis gegenüber der sexuellen Orientierung, dass das die Liebe zur eigenen Familie überwiegt. Also, Das kannst du gar nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie das Familienverhältnis dann in den Familien vorher war. Ja. Das spielt, denke ich, auch immer eine ganz große Rolle. Und wie ist das jetzt, so dein Papa da zu sehen? Wie soll das sein? Es ist cool. Er sieht glücklich aus mit dem, was er macht. Ich finde halt eben, das lässt mir auch wieder das Herz aufgehen. Andreas Geheimnis ist zwar raus, trotzdem hinterfragt er noch manchmal, was er seiner Familie zumutet. Er zeigt auch, dass er für seine Sache einsteht und gerade beweist. Und ja, ich finde, das ist der richtige Weg. Das ist ein Vorbild. Mein Vater war immer so als Vorbild. Mir hat Raphael gerade, als er auf der Bühne gestanden hat, gefragt, ob sein Papa ein Vorbild von ihm ist. Meinte er ja immer schon. Schön zu hören, oder? Ich habe mich auch oft gefragt, ist es jetzt so das Richtige, was ich hier mache? Ist es vielleicht irgendwo zu egoistisch, dass ich jetzt so mir das Recht rausnehme, dieses Leben so zu leben, wie ich es will, ohne... Ich will nicht sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, aber es ist halt nur mal, ich habe so lange mich verbogen und versteckt und gemacht und habe gemerkt, damit habe ich mir geschadet. Also ich vermeide es ja zu sagen, ich bin stolz auf meine Kinder, weil das impliziert immer, sie verhalten sich nach meinen Maßstäben richtig. Ich sag lieber, ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr den Tag heute geschafft habt, und das bin ich ohne Ende. Ich muss ja sagen, ich habe auch ehrlich nicht erwartet, dass Raphael heute Regenbogenfahne schwenken mit seinem Papa mitfeiert. Weil dieses Herkommen und den Tag hier zusammen mit dem Verbringen, das war schon ein Riesenschritt raus aus Raphaels Lebenswelt und ein echter Liebesbeweis für seinen Papa. Ich habe nur so gemerkt, in dieser Familiengeschichte ist das Coming-out vom Papa nicht das Problem gewesen, sondern das war wirklich der große Befreiungsschlag, damit endlich alle in der Familie glücklich sein können. Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr so eine wichtige Sache über eure Eltern erfahrt? Schreibt das mal unten in die Kommentare. An dieser Stelle würde ich mich total freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und dafür die Glocke aktiviert. Und ihr könnt vor allem auch direkt weiterschauen, denn dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, queer zu sein und dass man dafür auch immer noch diskriminiert wird, das zeigt die Geschichte von Jona. Meine Schulzeit war schlimm. Es hat eigentlich zum guten Ton gehört, mich zu diskriminieren. Ja, ich fühle mich von der Schulzeit traumatisiert. Was Jona genau passiert ist, seht ihr in diesem Video. Und in diesem Video hier deckt mein Kollege Max eine krasse Lüge in der Familie auf. Neues von mir kommt dann ganz bald.